Also das kann jetzt, je nachdem wie lang die Botschaft ist, 15 Minuten, 20 Minuten und noch länger gehen. Ja, wobei das jetzt eben nur die Nummern der Agenten waren. Denn ach so, beim polnischen zivilen Nachrichtendienst war es so, dass diese Agenten Fünfernummern hatten, im Gegensatz zum BND, den wir vorhin hatten. Das waren ja Dreier, also 217 und 424, jetzt sind es fünf. Das heißt, hast du durchgegeben, welche Agenten überhaupt mit Botschaften zu rechnen haben. Richtig. Und wer nicht genannt wird aufgrund seiner Codenummer, der kann wieder abschalten und das Gerät abbauen und das war's für diesen Tag oder für diese Woche, je nachdem. Und hört dann beim nächsten Mal wieder hin, ob was dabei ist. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, so kann man das sagen. Also diese drei Agenten Nummern wurden jeweils dreimal gesprochen, also erst die erste, dann die zweite, dann die dritte und das Ganze zweimal wiederholt. Also auch wieder erst die erste, dann die zweite, dann die dritte und nochmal wiederholt. Und dann kam Achtung und dann wurde die erste Nummer genannt und dann kam dessen Botschaft auch wieder in Fünfergruppen. Und da muss der andere, der vielleicht auch noch auf seine Botschaft wartet, einfach warten, bis der andere Kollege, dessen Zahlen genannt wurden. Dann ist der abgearbeitet und dann kommt er dran und der dritte muss warten, bis er die ersten beiden und so weiter. Bis dann, wenn zuletzt dran war, das Pech, dass er sich alle Zahlen kurz seiner Kollegen zuvor anhören musste und dann erst als Fünfter oder Achter oder wie auch immer, dann erst seine aufzuschreiben, während die anderen schon längst ihre Geräte ausgeschaltet haben. Dabei merken kann, die ersten Agenten hatten jeweils eine Botschaft von 100 Gruppen und der dritte von 50 Gruppen, damit es also zeitlich passte. Das ist also auch so eine Faustregel gewesen bei diesem Geheimdienst.